Ob man tatsächlich noch alle Sinne beisammen hat, lässt sich im Erfahrungsfeld der Sinne in Essen-Katernberg hervorragend austesten. Dort kann man lauschen, tasten, fühlen, wiegen, strudeln, tapsen, schnuppern, schwingen, summen, schalten, knipsen, drehen, kurbeln, staunen und auch lernen. Hier ist das Mitmachen und Ausprobieren ausdrücklich gewünscht. Der Besucher erfährt, wie sein Auge sieht und wie leicht und gerne es sich täuschen lässt. Darüber hinaus gibt es etwas auf die Nase, oder besser gesagt vor die Nase. Am Riechbaum lassen sich angenehme, ungewöhnliche und unerträgliche Gerüche erschnüffeln. An einer Reihe mit Tontöpfen ist der Tastsinn gefordert. Während die Meisen zunächst forsch in die Tiefen des ersten Keramikgefäßes greifen, werden sie beim nächsten etwas zögerlicher. Auf mehr als 1500 Quadratmetern Fläche warten über 100 verschiedene Stationen darauf, erforscht zu werden. Neben der sinnlichen Wahrnehmung geht es hier aber auch darum, die Gesetze der Natur ein wenig besser zu begreifen. Geistiger Vater der Phänomania-Erfahrungswelt war Hugo Kückelhaus. Der Pädagoge entwickelte das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und zeigte es erstmals 1967 auf der Expo in Montreal. Bis in die 1990er Jahre tingelte die Ausstellung durch die Welt, um nach 60 Stationen im früheren Fördermaschinenhaus der Zeche Zollverein Schacht 3710 ihr Zuhause zu finden. Mehr dazu unter www.mortimer-reisemagazin.de.